Im heutigen Video möchte ich über ein Thema sprechen, das mir sehr am Herzen liegt, weil ich eine Frau bin und feststelle, dass vor allem Frauen immer wieder mit einer Sache zu kämpfen haben, die meistens als zu nett sein bezeichnet wird. Es betrifft aber nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Aber bei Frauen ist es kulturell einfach unheimlich stark verankert, sodass wir uns oft nur ganz schwer davon lösen können. Vor ein paar Jahren war ich bei einer Lesung. Da hat eine ältere Dame von ihren Erfahrungen auf einer Reise erzählt, die vor allem als Reise zu sich selbst gedacht war. Mir fiel schon vor der Lesung auf, dass sie den Buchhändler, der vor Ort einen Büchertisch aufgebaut hatte, sehr herablassend behandelt hat. Sie hat sich wie eine Herrscherin verhalten und war wirklich das Gegenteil von nett oder freundlich. Ehrlich gesagt war sie mir relativ schnell unsympathisch. Ich finde es auch unmöglich, wenn jemand zum Beispiel an der Uni die Putzfrau herablassend behandelt. Das macht einen Menschen in meinen Augen sehr, sehr unsympathisch und da hätte ich zum Beispiel auch keine Lust, kein Interesse daran, so eine Person irgendwie überhaupt näher kennenzulernen. Und diese Autorin erzählte eben von ihrer Reise, auf der sie zu sich selbst gefunden hat. Sie erklärte, dass ihr größtes Problem gewesen wäre, dass sie zu nett gewesen sei. Und auf der Reise sei ihr dann bewusst geworden, dass sie jetzt endlich mal auch ein Arschloch werden wollte, um es allen zurückzuzahlen, zu denen sie immer so nett gewesen ist. Das war für sie die Lösung. Wenn du zu nett bist, werde zum Arschloch. Das hat sie übrigens auch wörtlich so gesagt mit einem gewissen Stolz. Und das machte sie mir schlagartig noch unsympathischer. Denn ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es so etwas wie zu nett sein gibt. Was es aber gibt, ist ein falsches Verständnis von nett sein. Was das eigentliche Problem ist, ist nämlich eine Traumareaktion. Ich habe euch in meinen Videos ja schon häufiger von den klassischen Traumareaktionen erzählt. Das sind die sogenannten FFF-Responses, also FFF-Reaktionen, nämlich Fight, Kampf, Flight, Flucht und Freeze, also Erstarren. Es gibt aber noch zwei weitere Fs, nämlich Faint, was in Ohnmacht fallen bedeutet und eine Steigerung von Freeze ist, und Fawn, was ein einschmeichelndes Verhalten oder eine übertriebene zwanghafte Freundlichkeit bedeutet. Tierkinder und auch Babys, also Menschenbabys, haben ja ein gewisses Kindchenschema. Die haben große Augen und bestimmte Proportionen im Gesicht oder im ganzen Körper, die bei uns als Schlüsselreiz funktionieren. Und die lösen ein Kümmerungs- und Fürsorgeverhalten aus. Auf diese Weise können Jungtiere und Babys besonders gut überleben. Wir finden sie einfach süß und können ihnen nicht böse sein oder ihnen irgendwas Böses tun. Wenn unser Aussehen uns nicht mehr dabei hilft, diesen Schlüsselreiz auszulösen, müssen wir irgendwie anders unser Überleben sichern, indem wir unser Gegenüber freundlich stimmen. Und da kommt die Fawn-Response oder die Fawn-Reaktion ins Spiel. Wie bei allen Traumareaktionen können wir die Fawn-Reaktion nicht wirklich steuern. Wir reagieren einfach. Und das ist das Problem. Erst wenn wir uns bewusst machen, dass wir die Fawn-Response zeigen und warum wir das tun und vor allem welche Alternativen es gibt, kommen wir da raus. Also schaffen wir das überhaupt. Es gibt also eigentlich kein zu nett sein. Wir leben ohnehin in einer Welt, in der es nicht gerade nett zugeht, aber da die meisten Menschen die Traumareaktion Fawn noch nicht kennen, gehen sie eben davon aus, dass das Problem die Freundlichkeit oder das Nettsein ist und die Lösung dann folglich nicht mehr nett sein, sondern ein riesiges Arschloch werden, das keinerlei Rücksicht auf andere nimmt. Das hängt auch mit unserer aktuellen Tendenz zu übermäßigem Individualismus zusammen. Zurzeit geht es ja oft darum, dass wir alle möglichen Menschen, deren Verhalten uns nicht in den Kram passt, als Narzissten betrachten, dass wir andere als toxisch beschreiben, wenn wir nicht mit ihnen klarkommen und so weiter. Aber jetzt müssen wir uns mal die Frage stellen, inwiefern löst das unser Problem? Gar nicht. Es funktioniert nämlich nicht. Es führt eigentlich nur dazu, dass wir uns noch stärker isolieren, vereinsamen und uns zusehends missverstanden fühlen. Und das ist definitiv keine gesunde Lösung für das vermeintliche Problem, das wir im zu nett sein gefunden haben wollen. Aber es geht dabei gar nicht wirklich um echte, authentische Freundlichkeit oder Herzlichkeit, sondern eben um eine Traumareaktion, die wir schon seit unserer Kindheit kennen. Schauen wir uns also mal die Traumareaktion Fawn genauer an. Der Psychotherapeut Pete Walker hat die Fawn-Response erstmals ausführlich beschrieben. Er hat sich auf Co-Abhängigkeit und auf CPTBS, also die komplexe posttraumatische Belastungsstörung, spezialisiert.
Und die Fawn-Response gesellt sich jetzt also zu den Fight, Flight, Freeze und Faint-Reaktionen, die auf Nervensystemebene stattfinden. Wenn eine Gefahr droht, wird unser Sympathikus, in manchen Fällen auch ein alter Ast unseres Parasympathikus, aktiviert und eben eine entsprechende Reaktion ausgelöst. Das geht ganz schnell, innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde. Das ist nichts, worüber wir lange nachdenken müssen, sondern eben eine automatische Reaktion. Und diese Reaktion wird unabhängig davon, ob wir uns wirklich in Gefahr befinden oder nicht, ausgelöst. Es geht darum, dass etwas als Gefahr wahrgenommen wird. Und wenn wir dann eben in eine Situation geraten, die wir als belastend oder gefahrvoll wahrnehmen, das kann zum Beispiel auch eine Forderung unseres Gegenübers sein, je nachdem, welche Assoziationen wir zu Forderungen haben. Und wenn wir dann etwas als eine Gefahrensituation wahrnehmen, entscheidet sich unser Nervensystem basierend auf bisherigen Erfahrungswerten für eine entsprechende Reaktion. Das kann dann Fight sein, dann werden wir aggressiv und angriffslustig, oder Flight, dann versuchen wir zu vermeiden und aus der Situation zu fliehen, uns also zu entziehen, oder es kommt zur Freeze-Reaktion. Dann dissoziieren wir und sind quasi wie betäubt, nehmen die vermeintliche Gefahr nicht mehr so richtig wahr und werden auf diese Weise aber auch handlungsunfähig. Im Extremfall kann es auch zur Feint-Reaktion, also zu einer Ohnmacht, kommen, ist aber sehr selten. Oder wir geraten in die Fawn-Reaktion. Und diese Reaktion bewirkt, dass wir unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse schlagartig vergessen und uns darauf fokussieren, was unser Gegenüber möchte oder braucht. Und das können wir nicht steuern, wenn es uns nicht bewusst ist. In vielen Fällen ist die Fawn-Reaktion sehr hilfreich, wenn wir zum Beispiel noch ein kleines Kind sind und da ein gewalttätiger Elternteil ist. Dann ist es sehr sinnvoll, diese Person durch diese zwanghafte Freundlichkeit und das entgegenkommende Verhalten, das eine Unterwerfungsgeste darstellt, zu beruhigen. Wir können dann vielleicht auch um die eine oder andere Strafe herumkommen. Wenn wir mit der Fight, Flight oder Freeze-Reaktion auf einschüchterndes Verhalten reagieren würden, wäre das eine Provokation und wir könnten das Gegenüber nicht beruhigen und würden uns dadurch noch in größere Gefahr bringen. Ihr seht also, dass die Fawn-Reaktion durchaus sinnvoll ist, in einigen Fällen, die im Optimalfall natürlich gar nicht vorkommen sollten. In der Realität ist es aber so, dass Kinder in unserer Kultur im Prinzip darauf konditioniert werden, sich so zu verhalten, also gehorsam und brav zu sein. Eine Grundschullehrerin, die 30 Kinder unterrichten muss, hätte ja gar nicht die Kapazität, auf die Bedürfnisse von allen einzugehen. Deshalb ist vielen Erwachsenen die Fawn-Reaktion eigentlich sehr willkommen. Mädchen und Frauen werden so sozialisiert, dass bei ihnen die Fawn-Reaktion noch stärker belohnt wird. Aber auch Jungs sind natürlich betroffen, wobei es bei Jungs sehr viel akzeptierter ist, wenn sie eigene Bedürfnisse durchsetzen oder auch mal eine Fight-Reaktion zeigen. Das betrachten wir als männlich und passend. Ab einem gewissen Alter wird die Fawn-Response bei jungen Männern dann auch oft gar nicht mehr als wünschenswert betrachtet. Da werden dann eher Dinge wie Dominanz und Durchsetzungskraft verlangt. Auch popkulturell, da müsst ihr euch nur mal ein paar Rap-Tracks anhören. Bei Mädchen und Frauen ist das Ganze aber sehr viel länger erwünscht. Man will das da gar nicht anders haben. Frauen sollen höflich und zuvorkommend sein und keinen Stress machen. Aber das Problem ist, dass wir diesen Gehorsam und die Fawn-Reaktion mit echter Freundlichkeit verwechseln. Ein freundlicher Mensch sein bedeutet aber nicht, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche komplett zu unterdrücken und jedem alle Forderungen zu erfüllen. Das wäre ganz und gar nicht freundlich sich selbst gegenüber. Ein netter oder freundlicher Mensch zu sein bedeutet, dass ihr eure eigenen Wünsche und Bedürfnisse kommuniziert und dann aber auch anhört, was sich der andere wünscht und dann Kompromisse findet vielleicht, also Lösungen, die nach Möglichkeit für alle funktionieren. Das können dann Kompromisse sein wie: Heute essen wir das, was ich gerne esse, und morgen essen wir dein Lieblingsgericht. Ich habe übrigens mal einen sehr coolen Tipp gelesen, was die Wochenendgestaltung anging. Da hat jemand erzählt, dass sie es mit ihrem Partner immer so macht, dass sie beide unabhängig voneinander drei Sachen, die sie am Wochenende gerne machen würden, aufschreiben, also auf einen Zettel schreiben, und danach vergleichen sie. Und da gibt es so gut wie immer Überschneidungen. Und das machen sie dann.
Früher, als sie das noch nicht so gemacht haben, kam es da oft zu Konflikten, weil jeder nur eine Sache genannt hat und das waren dann oft Dinge, die eben nicht identisch waren. Und da hatte dann immer einer das Gefühl, den Kürzeren gezogen zu haben. Die Herangehensweise fand ich total genial. Im Falle des Essens kann man sich auf verschiedene Dinge einigen. Entweder eben die heute ich, morgen du oder umgekehrt Variante. Oder man kann sagen, wir suchen etwas, was wir beide mögen. Oder man bereitet zwei Gerichte zu, wenn einem das sehr, sehr wichtig ist. Das ist nämlich der Knackpunkt bei freundlichen oder netten Ansätzen. Es gibt verschiedene Lösungen und es funktioniert für beide Parteien. Das heißt, man ist gleichzeitig freundlich und nett zu sich selbst und zum anderen. Und das kann sehr gut funktionieren. Der andere Pol, zu dem viele, die eben sehr häufig in die Vornreaktion fallen, wechseln, ist die Rücksichtslosigkeit. Man mutiert dann quasi zum Arschloch und möchte nur noch die eigenen Bedürfnisse durchsetzen, ohne auf das Gegenüber zu achten und sich dessen Bedürfnisse mal anzuhören. Das ist das, was bei der Dame, die sich auf die Reise zu sich selbst gemacht hat, passiert ist. Das war ihre Lösung. Aber das ist natürlich eine dysfunktionale Lösung und macht einen eigentlich auch selbst nicht glücklich. Und da ist es so, dass man eben nur noch die eigenen Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigt und an sich denkt. Und da denkt man eben, leckt mich am Arsch, jetzt bin endlich ich dran. Und wenn jemand dann auch noch Bedürfnisse äußert und berücksichtigt werden will, dann nennt man diese Person toxisch, weil sie ja etwas von einem will und einen das einschränkt. Aber da ist man eigentlich immer noch im gleichen Schema wie vorher, nur umgekehrt. Man grenzt sich zwar ab, was man vorher nicht getan hat, aber man isoliert sich auch. Man geht also in die Überabgrenzung. Und das ist natürlich auch keine gesunde Abgrenzung. Manchmal ist es aber auch erforderlich. Also man muss dazu sagen, ja, es gibt Situationen, in denen man die eigenen Bedürfnisse durchsetzen muss, ohne ständig Rücksicht zu nehmen. Wenn euch etwas zusteht und jemand anders möchte es euch das vorenthalten, dann müsst ihr natürlich für euch selbst einstehen. Wenn euch zum Beispiel euer Arbeitgeber noch Geld schuldet und nicht bezahlt, obwohl er das Geld eigentlich hätte. Aber solche Fälle sind ja relativ selten. In den meisten Fällen geht es ja eher um alltägliche Entscheidungen und es sind Kompromisse sehr gut möglich. Echtes Nettsein berücksichtigt also immer beide Seiten. Man ist nett zu sich selbst und zu anderen. Und zu diesem gesunden, prosozialen Nettsein kommt man eben, indem man erstmal guckt, auf welcher Seite des Spektrums man steht. Wenn man sehr schnell in die Vornreaktion fällt, sollte man sich seine eigenen Bedürfnisse bewusst machen und diese dann auch kommunizieren. Und wenn ihr sehr stark auf dieser sehr selbstbezogenen Seite seid, dann solltet ihr lernen, auch die Bedürfnisse von anderen Menschen anzuhören. Nett sein bedeutet nicht, dass ihr ein Fußabtreter seid. Das heißt nicht, dass ihr euer wahres Selbst verleugnet und es bedeutet nicht, dass ihr eure eigenen Wünsche und Bedürfnisse zurückstellt oder unterdrückt. All diese Dinge sind eine Traumareaktion, nämlich die Vornreaktion. Bei einer Vornreaktion ist es so, dass wir quasi dissoziieren, sobald das, was wir selbst wirklich wollen, mit dem, was ein anderer will, im Widerspruch steht. Oder wir sind unehrlich, was unsere eigenen Bedürfnisse angeht, um niemanden Umstände zu machen. Es gibt auch die Variante, dass wir von unserem Gegenüber erwarten, dass es sich um uns kümmert, sobald wir zum Ausdruck bringen, was wir wollen. Und wenn wir etwas wollen und auch wirklich durchsetzen, dann haben wir ein total schlechtes Gewissen und entschuldigen uns ständig dafür. Also in der Art, ich hätte gerne dieses Stück Pizza, ich hoffe, dass das in Ordnung ist. Tut mir total leid, falls ich das jetzt nehme und jemand anders möchte das und das esse ich jetzt jemand weg, ist das wirklich okay? Also dieses ständige Entschuldigen und sich klein machen, das ist auch typisch. Wir haben da noch oft die Tendenz, dass unser Gegenüber uns eben entgegenkommt und tröstet oder bestärkt. Wir erwarten also, dass sich jemand anders um uns kümmert, anstatt selbst Verantwortung für uns zu übernehmen. Rücksichtslosigkeit, also die entgegengesetzte Seite des Spektrums, bedeutet, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse durchsetzen, ohne den anderen auch nur irgendwie in Betracht zu ziehen, ohne Respekt ihm gegenüber und ohne zu überlegen, inwiefern unsere Forderungen andere Leute betreffen. Wenn ihr also zum Beispiel von jemandem verlangt, dass er euch den Umzug machen soll und nicht Rücksicht auf seine Bedürfnisse nehmt und das eben vehement einfordert und an Bedingungen knüpft, dann seid ihr rücksichtslos.
Da gibt es dann so Sachen wie emotionale Erpressung auch, zum Beispiel, wenn man etwas einfordert und sagt, wenn du das nicht machst, dann bist du nicht mehr meine Freundin oder mein Freund. Dann ist das natürlich rücksichtslos und hat auch Konsequenzen. Wir tragen also durch unsere Handlungen durchaus auch Verantwortung anderen gegenüber. Es gibt ja so Ansätze, die im Moment auch sehr populär sind. Emotional Libertarianism heißt das auf Englisch, im Deutschen dann wohl emotionaler Libertarismus. Das ist diese Haltung, dass man sagt, jeder ist komplett und alleine für seine Gefühle verantwortlich. Kürzlich habe ich dazu ein Zitat von dem Juristen und Autor Ferdinand von Schirach gelesen. Und da muss man sagen, dass das so auch nicht ganz zutrifft. Wir sind soziale Wesen. Es macht etwas mit uns, wenn jemand uns abwertet oder anderweitig schlecht behandelt. Da zu sagen, es ist alleine meine Verantwortlichkeit, wie ich mich fühle, ist einfach sehr kurz gedacht, weil es ja zum Beispiel auch nicht alles auf Augenhöhe funktioniert. Ein Chef kann einen ja zum Beispiel wirklich fertig machen. Und die Art, wie wir andere Menschen behandeln, hat Konsequenzen. Und wenn wir anderen Menschen mit Rücksichtslosigkeit begegnen, beschädigt das die Beziehung. Dann gibt es da kein Miteinander mehr. In manchen Fällen ist das auch okay und sogar wichtig, sich da sehr stark abzugrenzen. Da muss man sich abgrenzen. Aber wenn man sich generell so verhält, isoliert man sich natürlich und vereinsamt schließlich. Die goldene Mitte, also die Berücksichtigung unserer eigenen Bedürfnisse und der Respekt vor unserem Gegenüber, ist eigentlich das, was nett sein meint. Um das Ganze noch ein bisschen mehr zu veranschaulichen, gebe ich euch mal ein paar Beispiele. Stellt euch vor, jemand bittet euch um einen Gefallen und ihr habt entweder keine Lust darauf oder ihr könnt gerade nicht. Ist ja beides in Ordnung. Die Vorreaktion wäre in diesem Fall, ja zu sagen, obwohl ihr eigentlich nein sagen wolltet und dann seid ihr die ganze Zeit angesäuert, weil euch das jemand zugemutet hat und ihr eigentlich nicht konntet oder wolltet. Ihr seid also sauer auf den, der euch um den Gefallen gebeten hat, und auf euch selbst oder auf einen der Beteiligten, also entweder auf den anderen oder auf euch selbst. Ebenfalls eine Vorreaktion wäre es aber auch, nein zu sagen, aber den anderen zu beschwichtigen und ihn quasi aufzufordern, euch dafür zu bemitleiden, dass ihr nein sagen musstet. Also, das ist dann dieses: Oh Gott, es tut mir so leid, aber ich kann da wirklich nicht. Ich habe da wirklich keine Zeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, entschuldige bitte. Sei mir bitte, bitte nicht böse. Oh Gott, bitte sei mir nicht böse. Eine nette oder freundliche Antwort wäre: Oh, da kann ich leider nicht. Oder auch: Das passt für mich leider nicht. Aber ich hoffe, dass du jemanden findest, der dir helfen kann. Eine rücksichtslose Antwort wäre, mit einer gewissen Befriedigung zu sagen: Nee, da habe ich keinen Bock. Ohne zum Beispiel auch zu berücksichtigen, dass diese Person euch auch schon mal ausgeholfen hat. Ohne zu berücksichtigen, dass ihr befreundet seid oder Kollegen seid. Und das erfordert natürlich einen gewissen Level an Respekt, den ihr dem anderen zeigen könnt, indem ihr ihn nicht einfach so zurückweist, sondern ihn auch mit seinen Bedürfnissen wahrnehmt. Wenngleich das nicht bedeutet, dass ihr sein Bedürfnis befriedigen müsst. Die Vorreaktion kann sich also sowohl in der Form zeigen, dass man Ja sagt, obwohl man eigentlich Nein sagen möchte oder Nein sagen und oder Nein sagt und sich dafür endlos entschuldigt. Und die rücksichtslose Reaktion wäre, mit Freuden Nein zu sagen, ohne die Beziehung, die besteht, zu berücksichtigen. Die freundliche oder nette Reaktion wäre, Nein zu sagen und zu erklären, warum es nicht geht und dem anderen zu zeigen, dass ihr seine Situation versteht und da mitfühlen könnt. Also einfach nett sein. Vielleicht kennt ihr ja sogar jemanden, der helfen könnte. Oder es reicht auch schon, wenn euer Gegenüber sich gesehen fühlt. Wir können also Nein sagen und dem anderen gegenüber Respekt und Fürsorge zeigen. Die Vorreaktion zeigt sich auch oft, wenn jemand wütend auf uns ist. Wenn also jemand auf euch zukommt und euch mitteilt, dass er oder sie sich mit etwas, was ihr getan habt, nicht wohlfühlt oder dass er oder sie sauer ist, dann wäre die Vorreaktion, dass ihr euch sofort entschuldigt, Asche auf euer Haupt streut und überhaupt nicht darüber nachdenkt, warum ihr so gehandelt habt. Wenn ihr euch da also selbst überhaupt nicht mit ins Spiel bringt und eure eigene Position überhaupt nicht berücksichtigt, dann unterwerft ihr euch quasi und seht euch selbst gar nicht mehr. Und ihr versprecht dann auch, dass ihr alles wieder gut macht und alles noch toller macht und so weiter. Und wenn ihr
dann alles macht, was der andere von euch will, quasi als Entschädigung. Das wäre eine typische Fawn-Reaktion. Kennzeichnend dafür ist unter anderem auch, dass diese Reaktion sehr schnell kommt. Ihr denkt da nicht drüber nach, sondern reagiert automatisch, weil es ja eben eine Reaktion auf Nervensystemebene ist. Ihr solltet euch dringend etwas mehr Zeit nehmen, um auf ein wütendes Gegenüber oder eine Forderung zu reagieren. Dann könnt ihr kurz darüber nachdenken, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, und ihr könnt überlegen, ob ihr etwas wirklich machen wollt oder nur in diese automatische Fawn-Reaktion verfallt. Auch dieses sofortige Entschuldigen ist oft unauthentisch. Also es müsste gar nicht sein, beziehungsweise es ist oft auch gar nicht wirklich so gemeint, sondern eben eine Traumareaktion, um den anderen zu beschwichtigen. Auf der anderen Seite gibt es eben das rücksichtslose Verhalten. Wenn eben jemand auf euch zukommt und zu euch sagt, mir geht es damit nicht gut, wie es läuft, und wenn ihr dann antwortet, ja, ist mir doch egal, darauf musst du selbst klarkommen. Die freundliche Reaktion darauf wäre, ich sehe, dass es dir damit nicht gut geht, und für mich gestaltet sich die Sache folgendermaßen. Man sieht also den anderen, bringt Verständnis für ihn auf, hat aber gleichzeitig auch die eigenen Bedürfnisse, die eben nicht unterdrückt werden. Die klassische Alltagssituation habe ich heute schon genannt. Was wollen wir essen? Die typische Fawn-Reaktion wäre, wir essen, was du essen willst. Die rücksichtslose Antwort wäre, wir essen, was ich essen will, und was du essen willst, ist mir total egal, aber du isst mit. Und die freundliche Reaktion wäre, lass uns einen Kompromiss finden. Wenn ihr also herausfinden wollt, ob ihr gerade in die Fawn-Reaktion fallt oder ob ihr einfach nur nett seid, dann stellt euch folgende Fragen. Bin ich mir in dieser Situation gerade meiner eigenen Wünsche und Bedürfnisse bewusst? Was würdet ihr wollen, wenn die andere Person nicht anwesend wäre? Wenn euch dann zum Beispiel jemand fragen würde, was du gerne essen möchtest. Es kann ja sein, dass ihr wirklich genau das essen wollt, was die andere Person auch essen möchte. Einfach, weil ihr selbst Lust darauf habt. Stellt euch also die Frage, würde ich das auch essen wollen, wenn die andere Person nicht da wäre? Und dann seid ehrlich zu euch. Nur auf diese Weise könnt ihr eure wahren Bedürfnisse herausfinden. Die nächste Frage lautet, habe ich meine Wünsche und Bedürfnisse klar kommuniziert? Ihr könnt klar sagen, was ihr gerne esst. Also zum Beispiel, ich hätte jetzt echt Lust auf türkisches Essen. Oder ihr könnt auch sagen, wenn ich jetzt alleine wäre, würde ich türkisch essen. Kommuniziert es einfach als Vorliebe, also als etwas, was euch jetzt am liebsten wäre. Ihr müsst es nicht als Forderung formulieren. Wenn ihr sagt, ich habe Bock auf indisches Essen, los, das essen wir jetzt, dann kriegt ihr vielleicht das Essen, das ihr haben wollt, aber ihr habt dann vielleicht nicht die Art von Beziehung, in der ihr gerne leben wollen würdet. Es hängt also davon ab, was ihr wollt, was euch wichtiger ist. Wenn ihr sehr stark zur Fawn-Reaktion neigt, tut ihr euch erstmal wahrscheinlich wahnsinnig schwer, euch da von den Erwartungen anderer freizumachen. Ihr könnt da erstmal alleine üben. Also immer mal wieder zwischendurch überlegen, was ihr mögt, was ihr gerne macht, worauf ihr so Lust habt. So lernt ihr dann eure eigenen Vorlieben erstmal überhaupt kennen. Wichtig ist, dass ihr versteht, dass es nicht nett ist, wenn ihr das, was ihr braucht, also eure Bedürfnisse, nicht kommuniziert. Das ist keine Nettigkeit. Das wird ganz oft missverstanden, aber das ergibt einfach nur eine ganz ungesunde Dynamik, bei der euer Gegenüber ständig raten muss, was ihr wollt, und irgendwie seid ihr dann unzufrieden damit, und das ist einfach nicht schön für keinen der Beteiligten. Bei The Big Bang Theory wird das übrigens sehr plakativ in der Beziehung zwischen Leonard und Penny aufgezeigt. Leonard fällt ständig in die Fawn-Response, weil er so eine autoritäre und dominante Mutter hatte. Und Penny ist schon total genervt davon. Wichtig ist auch, dass sie erstmal überhaupt versteht, was die Fawn-Reaktion ist und dass ihr möglicherweise öfter in diese Reaktion reinkippt, ohne so richtig zu verstehen, was da gerade passiert. Mit echter und authentischer Freundlichkeit und mit Nettsein hat das nicht sehr viel zu tun, weil ihr eben nicht nett zu euch selbst seid. Echtes Nettsein bedeutet, dass ihr eure Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigt und schaut, was der andere braucht, und euch dann möglichst sinnvoll einigt.
Und wenn die andere Person sich nicht einigen möchte, sondern darauf besteht, ihre Bedürfnisse durchzusetzen, dann solltet ihr von dieser Person am besten Abstand nehmen. Aber solange ihr nicht aus der Vorreaktion rausgekommen seid und euch nicht eure Bedürfnisse bewusst gemacht habt und sie auch nicht kommuniziert habt, könnt ihr dazu noch nicht viel sagen. Ihr könnt dann noch nicht behaupten, dass jemand toxisch oder ein Narzisst ist. Erst wenn ihr da selbst klar seid, könnt ihr mit der Situation arbeiten. So, ich hoffe, ich konnte euch heute wieder was mitgeben. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder schreibt einen Kommentar. Und wenn ihr euch für das Thema persönliche Entwicklung interessiert, abonniert gerne meinen Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.